Die Diskussionen um einen Wiederaufbau der Ulrichskirche wurden in der jüngsten Vergangenheit wieder etwas offensiver geführt, trat doch der Verein zum Wiederaufbau des Gotteshauses wieder vermehrt an die Öffentlichkeit. Heute nun meldete sich der Oberbürgermeister zu Wort mit einer Idee, die schon in den letzten Tagen in der Stadt herumgeisterte. Nun ist sie offiziell. Ein Bürgerentscheid soll darüber befinden, ob das geplante Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann. Magdeburg soll ein Geschenk bekommen. Will Magdeburg so ein Geschenk überhaupt haben? Und darum habe ich den Bürgerentscheid jetzt auf den Weg gebracht, auch um dem Kuratorium Sicherheit zu geben, ob die Stadt am Ende Ja sagt. Die sammeln jetzt ja Geld und Geldsammlung wird noch weitergehen, werden sie noch Jahre zu brauchen. Und da müssen sie Sicherheit haben, macht das einen Sinn. Und dann braucht man jetzt ein Votum der Bürgerschaft, die ja ein Geschenk bekommen sollen, den Wiederaufbau der Kirche, dass sie das Geschenk auch haben wollen. In seiner Juni-Sitzung soll der Stadtrat nun über den Bürgerentscheid abstimmen. Sollte es zu einer Zweidrittelmehrheit kommen, dann können die Magdeburger am Wahltermin für die Landtagswahl im März 2011 über diese Frage abstimmen. Soll die Stadt Magdeburg dem Verein die Fläche am Ulrichsplatz zum Wiederaufbau der Kirche zur Verfügung stellen? Trümper weist alle Vorwürfe von sich, die ihm bei seiner Vorgehensweise Behinderung oder gar Gegnerschaft zum geplanten Wiederaufbau unterstellen. Auch heute war ihm dazu keine Stellungnahme zu entlocken. Auf jeden Fall dürfte diese Vorgehensweise aber dazu angetan sein, dass nun eine breite öffentliche und vor allem parlamentarische Diskussion angestoßen wird. Denn Weil ich glaube, dass die Bebauung dieser zentralen Fläche eine ganz dramatische Änderung der Innenstadt der Stadt Magdeburg vornehmen wird. Das ist eine Frage, da bietet sich sozusagen auch die gesamte Formulierung in der Gemeindeordnung, wann man einen Bürgerentscheid durchführen sollte, regelrecht an. Eine wichtige Gemeindeangelegenheit an einer wichtigen Stelle, Wiederaufbau eines dominierenden Gebäudes, ist, glaube ich, für das Stadtbild eine so prägende Entscheidung, dass man da die Bürger fragen sollte und bitten sollte, selbst zu votieren, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Spannend wird also die Frage werden, wie sich der Stadtrat zur Bürgerbeteiligung in dieser Frage positionieren wird. Aber selbst wenn es zu einem Bürgerentscheid kommt, das letzte Wort wird in jedem Fall der Stadtrat sprechen. Also ein Bürgerentscheid, der die Frage mit Mehrheit, da müssen 25% dabei sein und auch Ja sagen, der ist bindend für ein Jahr. Dann kann der Gemeinderat auch in einem Jahr nicht anders entscheiden und danach ist er wieder in seiner Entscheidung frei.